willkommen in der Welt von Beyblade, dem spannenden Sport, der auf dem engen Band zwischen Blader und Bey basiert, wo Wettkämpfer aus der ganzen Welt antreten, um über ihre Grenzen zu gehen und die Rangliste emporzuklettern. Jeder hat eine andere Strategie und einen anderen Ort, den er sein Zuhause nennt. Aber alle Blader teilen denselben Traum, zu den Besten zu gehören und sich einen ehrenvollen Platz in der Weltliga zu verdienen. Let it rip! Das läuft ja heftig. Unser Freundschaftsspiel gegen Sunbet United bringt alte Rivalitäten wieder hoch. Wyvern hat eine gigantische Evolution hinter sich. Los geht's, Shield Crash! Ich war gegen Vakya dran, im zweiten Spiel. Aber im ersten Battle hat er mich besiegt. Frustriert. Na klar bin ich das! Perfekt. Hörst du das? Fui hat mich dazu gebracht, mich mit Beltree kurz zu schließen. Und das hat wirklich was geändert. Ah! Oh, warte mal! Eine versteckte Power entfesselt und den Gleichstand geschafft. Wer will sich jetzt mit mir anlegen? Du bist dran. Du hast es probiert. Ich mach's sauber. Eine neue Chance, ein neues Abenteuer. Wir sind ein Team, keiner hält uns auf. Zusammen sind wir unbesiegbar. Beyblade, denn wir haben's auf. Gib niemals auf, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an? Holen wir den Sieg, denn das ist Beyblade First Evolution. Gib niemals nach, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an, holen wir den Sieg. Beyblade! Überraschungsangriff! Kinetic Tattoo! Und weiter geht's, und zwar direkt mit Spiel 3. BC Seoul setzt nochmal auf Newcomer Vault Ahoy. Und bei Sunbet United sehen wir Silas Carlisle. Teambesitzer Vakya Murasaki macht endlich eine Pause. Nur zur Erinnerung, 2 Punkte gewinnen ein Spiel. Das erste Team, das 3 Spiele gewinnt, holt sich den Ruhm. Bisher stehen beide Teams Kopf an Kopf. Schnallt euch an, alles ist möglich. Zeig ihm, wer der Boss ist! Sei wild! Ich bin jetzt schon gelangweilt. Ich hab mit Free gerechnet. Hast du gerade geschlafen? Denn Genesis Veltriac ist unaufhaltbar! Wenn du sagst. Zieh dich warm an! Ich lass dich für letztes Mal büßen! Wow, ihre Base sind noch nicht einmal gestartet und die Funken fliegen bereits! Das riecht doch nach einer hübschen Rivalität! Was wissen wir über den Bey von Silas? Er ist C, oder? Ja, es ist ein Abwehrtyp. Im Prinzip eine Dampfwalze in der Arena. Er steckt ein paar Treffer weg, ohne einen Kratzer zu kassieren. Und er kann böse austeilen, wenn er zurückschlägt. Kurz, nichts, weshalb man sich Sorgen machen muss. Volt hat Zatoom schon mal besiegt. Er schafft es wieder. Er sollte trotzdem nicht unvorsichtig werden. Es wäre ein Fehler, das Überraschungselement zu unterschätzen. Veltriac hat eine neue Strategie. Silas muss sich an die neuen Umstände anpassen, wenn er eine Chance haben will. Er hat noch keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Triff deinen Meister. Spiel 3, erste Battle. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Keine Gnade! Oh yeah! Du kriegst das hin! Das sind echt coole Moves. So hält Zatoom seine Gegner auf Distanz. Sicher, aber es wird eine Überraschung geben. Veltriac hat bisher noch nicht sein volles Potenzial gezeigt. Mach dir die Hände schmutzig! Wo gehobelt wird, fallen Späne! Genau richtig! Mach weiter so! Eine brutale Attacke von Genesis Veltriac! Mir ist schon klar, dass es diesmal anders würde als beim letzten Mal. Er und sein Bey müssen sich synchronisiert haben. Und jetzt Spring Attack! Ja.
Genesis Valtryak gewinnt mit einem Ring-Out-Finish. BC Soul erhält einen Punkt. Alles klar! Volt Ahoy hat einen Lauf. Heute lässt er nichts anbrennen. Genau so macht man das. Seit deiner Motivationsrede ist er unaufhaltend. Alter, du siehst aus, als hätte dich jemand hypnotisiert. Sag, dass du wenigstens zugeguckt hast. Kein Anlass für Begeisterungsstürme. Das Ende zählt. Hä? Richtig gut gemacht, Partner. Hast du Lust auf noch einen? Natürlich. Ich wusste, dass er es hinkriegt. Er wird alle anderen hinter sich lassen. Wir könnten eventuell Probleme kriegen, wenn er so weitermacht. Wie kann ein Neuer wie er nur so gut sein? Ich verstehe das nicht. Gute Frage. Silas wird sich nicht kampflos ergeben, vertraut mir. Außerdem hält Chris große Stücke auf ihn. Ich habe so eine Ahnung bei diesem Blader. Irgendwas sagt mir, dass er sich das Beste für den Schluss aufhebt. Ach ja? Wie kommst du denn darauf? Behalt ihn im Auge. Es ist, als würde er mit unseren Leuten spielen. Komm her. Das ist pure Missachtung. Man sollte ihn vielleicht nicht stören, wenn er konzentriert ist. Na. Siehst selbstgefällig aus, Kleiner. Bringt Unglück. Das provoziert mich nämlich und dann habe ich Lust, dich dafür noch mehr zu bestrafen. Bin nicht sicher, ob ich weiß, was du meinst. Ich werde jetzt alle Register ziehen. Du wirst mich noch kennenlernen. Klar, Erde an Silas. Falls es dir doch nicht aufgefallen ist, wir tun das schon die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, was da so lange dauert. Das muss ein Scherz sein. Er ist gerade auf einen linken Starter umgestiegen. Warte, das bedeutet... Alter, du kannst doch mit deiner linken Hand starten? Ja, überrascht dich das? Das nennt man wohl Vielseitigkeit. Mamma mia, Silas weiß, wie man den Gegner auf Trab hält. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich habe das nicht vorausgesehen. Endlich. Er fängt an, es ernst zu nehmen. Das dürfte bedeuten, dass er begriffen hat, dass Volt es wert ist, Vollgas zu geben. Das ist deine Theorie, aber sicher nicht meine. Er will ihn eher vernichten, und zwar endgültig. Zweiter Battle. Hey, was ist so lustig? Du bist also eigentlich Linkshänder, oder? Das ist klasse. Jetzt krieg ich die Chance zu sehen, was du mit voller Power bringst. Du bist eine Riesen-Nervensäge. Halt den Mund. Bereit auf die Plätze! 3, 2, 1, let it rip! Das ist der Moment der Wahrheit. Zahlt sich Silas neue Strategie aus? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Der Kraftunterschied ist gigantisch, wenn er seine dominante Hand benutzt. Dadurch wird die Verteidigung seines Base sogar noch solider. Er nutzt seine Stärken auf perfekte Weise aus und verstärkt sie. Klasse! Stürm da rein und zeig ihm, was Sache ist. Dran! Ah! Scheinbar mühelos federt Saturn zurück. Er lässt sich nicht aus dem Zentrum vertreiben, trotz Volts gnadenloser Angriffe. Wow, sie haben das Gleichgewicht verloren. Das wird eng. Auf keinen Fall. Nicht im Traum wird Genesis Valtryak umfallen. Irrtum. Kinetic Saturn mit einem Ring-Out-Finish. Das ist ein Punkt für Sunbat United. Silas Start mit der linken Hand hat ordentlich Dampf. Er sichert sich den zweiten Battle und hat im dritten Spiel den Gleichstand erreicht. Oh Mann! Er hat verloren. Es war knapp. Ich dachte, er hätte eine gute Chance. Dein Freund hat wohl seinen Meister gefunden. Ja, und jetzt werden wir sein Schicksal besiegeln. Was hast du denn? Verlierst du deine Konzentration oder sowas? Oh. Ich begreife es nicht. Wir waren schneller und wir haben ihn mit den Spring Attacks bombardiert. Dritter Battle. Bringen wir es zu Ende. Oh. Hört zu! Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Halt durch! Wir dürfen nicht zulassen, dass er gewinnt. Wir haben diese neue Power. Das muss genügen. Komm schon, Gehirn. Denk dir was aus. Schnell! Halt! Ich hab's! Saturn ist ein Abwehrtyp. Wenn er wieder das Zentrum einnimmt, wird der Battle wieder gleich verlaufen. Meine einzige Chance ist, dass Valtryak zuerst dort ankommt und die Stellung hält. Siehst du, wie er sich nach vorne lehnt? Er scheint eine Strategie zu haben. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2,
dich. Zeit, das Unentschieden abzuschütteln. Vertriac kommt mit einem Rush-Launch rein, aber er greift weit entfernt von der Konkurrenz. Was passiert hier? Hey, benutzt doch deinen Kopf! Es ist ziemlich offensichtlich, wie das ausgehen wird. Er sucht tief in seinem Kopf, aber da drin ist Leere. Das ist äußerst enttäuschend. Da dachte ich, Walt würde sich einen vernünftigen Plan ausdenken. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Da ist er, der erste Kontakt! Die Nettix-Atom rast Richtung Zentrum. Genesis Weltrick, warte! Er knallt herum wie eine Flipperkugel! Das war nicht mein Plan. Was geht da vor? Sinnlos ist schön zu reden. Du denkst, du verstehst dein Bay, aber das tust du nicht. So einfach ist das. Das stimmt aber nicht. Es ist Zeit für meinen Spring Attack. Los! Netter Versuch, aber da kommst du nicht mehr raus. Jetzt, wo uns die Mitte gehört, ist das Ding für dich endgültig gelaufen. Das glaubst du? Jetzt sind wir dran! Ist ja niedlich. Abfahrt! Kinetic Saturn mit einem Burst-Finish. Sunbet United gewinnt Spiel 3 mit einem Punktestand von 3:1. Und da haben wir es. Was für eine Provokation. Das Gastteam besiegt die Gastgeber und übernimmt die Führung. Wenn sie noch ein Spiel für sich entscheiden können, werden sie ihre Gastgeber vernichtend schlagen. Ah, süßer Sieg. Du hattest recht. Silas hatte vorhin zu vernichten. Oh. Armer Walt, das ist ja schrecklich. Überhaupt nicht cool. Kein Platz für Fehler. Wie wahr, das ist eine peinliche Niederlage. Ich hoffe, Chris übernimmt wenigstens teilweise die Verantwortung dafür. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich bin... Tut mir leid. Und, hast du Spaß am Verlieren? Warum fragst du sowas Dummes? Ja, hab ich auch nicht erwartet. Wieso hab ich Vakia mit Veltriaks neuer Supergeschwindigkeit geschlagen, aber diesmal hat Saturn nicht mal einen Kratzer? Ich könnte versuchen, es dir zu erklären. Es ist ein Kompromiss zwischen Kraft und Beweglichkeit. Wenn er Tempo aufnimmt, hat er nicht dieselbe Schlagkraft. Silas hatte sich ja dazu entschieden, mit seiner dominanten Hand zu starten und dadurch die Power seines Bays erhöht. Ich weiß, du wolltest das Zentrum besetzen, aber denk logisch, dein Bay ist ein Angriffstyp, weißt du noch? Wenn du es objektiv betrachtest, ist Veltriac dadurch im Nachteil. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Wenn ich nicht lerne, ihn besser zu kontrollieren, habe ich nächstes Mal keine Chance gegen ihn. Also, es hängt alles an der richtigen Strategie. Es gibt keine Methode, die bei jedem funktioniert, also musst du sie an deinen Gegner anpassen. Wo gehst du hin? Ein Battle gewinnen. Du gehst da raus? Wieso, ist das ein Problem? Nein, und wir werden dich anfeuern. Wenn wir nochmal verlieren, dann... Hast du verlieren gesagt? Ihr Typen seid witzig. Das ist ein Gedanke, der mir noch nie in den Sinn gekommen ist. Sieh an, wer da kommt. Und das wurde auch langsam Zeit. Lass mich ihn fertig machen. Ich habe nicht vor, mein Wort zu brechen. Er gehört ganz dir. Auf zum Spiel 4! BC Soul bringen ihren Kapitän Free de la Hoya! Und Sunbet United schickt Silas für eine zweite Runde! Jetzt kann ich endlich gegen dich kämpfen. Oh ja? Wenigstens einer von uns ist begeistert. Clever. Man sagt, dass du die Nummer 1 der Welt bist, aber das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Steh nicht einfach so rum. Hol schon deinen Starter. Nein, das ist schon okay so. Du benutzt keinen? Ist das ein Problem? Was für eine Strategie! Das nennt man wohl Handarbeit! Silas hat es die Sprache verschlagen! Was, schon wieder? Ziemlich riskant. Immerhin geht es hier um alles. Sagt viel darüber aus, was er von Silas hält. Faszinierend. Richtig. Gerade als ich dachte, er würde es ernst nehmen. Ich sollte mich vielleicht im Namen des Teams entschuldigen, aber ich denke nicht dran. Blader, bitte bereitet eure Starter vor. Schon gut, Shiri. Wenn er unbedingt verlieren will, hindern wir ihn nicht daran. Aber die Regeln... Guter Punkt, Boss. Es ist sein Recht. Ich weiß wirklich nicht, was du vorhast. Aber dann zeig mal, was du drauf hast. Kann ich machen. Jetzt Spiel 4, der erste Battle. Bereit, auf die Plätze. 3, 2, 1, let it... Woo!
nett. Gegen den Uhrzeigersinn. Mit einem einzigen Handgriff gibt Free hier sein Debüt. Fafnir trotz allen Erwartungen, aber wird seine wilde Individualität sich auszahlen? Du musst zugeben, nach all dem coolen Getue ist er ziemlich wackelig. Wow, ist ja mal was ganz Neues. Setu, mach ihn fertig! Das ist der Anfang. Das wird leicht für ihn werden. Ein Kinderspiel. Was geht hier vor? Freeze Bay konnte vor einer Sekunde kaum gerade stehen. Wie hat er sich so schnell erholt? Er wird mit jedem Treffer schneller. Das ist unglaublich. Aber für Satum sieht es düster aus. Er verliert Kraft. Das gibt's nicht. Was geht denn hier vor? Schnapp ihn dir, Fafnir. Das sieht gut aus. Wie hast du das gemacht? Du betrügst doch. Tu ich nicht. Sieh einfach hin. Ich benutze deine Kraft und setze sie endlich mal vernünftig ein. Das kann nicht sein. Kein Bay kann das tun. Nun, meiner schon, wie du siehst. Mach ihn schon fertig, Setum! Das ist schon gelaufen. Fafnir gewinnt mit einem Burst-Finish. BC Soul gewinnt Spiel 4 mit einem Punktestand von 2:0. Free verpasst Silas Ego einen heftigen Schlag. Mit diesem Sieg verliert Sunbelt United seine Führung. Haltet eure Hüte fest, Leute. Wir gehen in die Verlängerung, um die Sache zu klären. Geschafft! Auf dich können wir uns immer verlassen, oder? Überaus anständig. Gut, dass er für uns den Ausgleich geholt hat. Danke, dass du uns aus der Klemme geholfen hast. Das Beste ist, Silas hat das überhaupt nicht erwartet. Der lahme Start hat funktioniert. Mir hat es jedenfalls gefallen. Wie war das? Oh, bitte, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Ich meine das Gefühl, als du meinen Teamkollegen fertig gemacht hast. Na bitte, ich wusste doch, dass du weißt, was ich meine. Bis später. Reit drauf rum. Silas, was sollte diese armselige Leistung? Wie bitte? Schlechter als armselig. Du hast dich von einem lächerlichen Bay, der mit der Hand gestartet wurde, fertig machen lassen. Ich fange an zu bereuen, dass ich dich ins Team geholt habe. Was hast du da gesagt? Das möchtest du vielleicht umformulieren. Du hältst dich da raus. Ich beabsichtige, das zum größten Team der Welt zu machen. Du bist nur aus einem Grund dabei. Talent ist schön und gut, aber ich wollte einen Blader, der auch liefern kann. Pass auf! Der nächste Bay wird sicher nicht so viel Glück haben. Ich brauche keine Verlierer in meinem Team. Deine Rolle ist es zu gewinnen und wenn du das nicht kannst, bist du für mich nur überflüssiger Ballast. Sagt der, der sein Spiel verloren hat. Es ist Aufgabe meiner Lakaien, meine Fauxpas auszumerzen. Du erlaubst dir verdammt viel! Ich bin kein Verlierer! Setz dich hin und sieh zu, Silas. Erlaube mir, dir zu zeigen, wie man sowas macht. BC Soul wird als nächstes natürlich Free auswählen, weil der Sieg auf dem Spiel steht. Pass auf, ich mach ihn fertig. Guck ihn dir an. Er ist heiß drauf, auszuteilen. Veltriek will unbedingt zeigen, wie stark er sein kann. Willst du mich veralbern? Du möchtest für die nächste Runde da rausgehen? Du hast meine Gedanken gelesen. Das werden wir mit Armdrücken entscheiden. Ich will das auf keinen Fall mit einer Niederlage enden lassen. Bitte sag's nicht. Du gehst selbst wieder zurück in den Ring, Alter, oder? Eigentlich macht das irgendwie am meisten Sinn. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es um alles geht. Du. Wer, ich? Hä? Wirklich, wahr? Ich bin dabei. Wir haben's im Sack. Tut mir echt leid. Ha! Das ist nicht fair. Könnten wir... Der Punkt ist, du hast das letzte Mal gegen ihn verloren, richtig? Ja. Wieso? Wenn du ihn nochmal gewinnen lässt, musst du das Team verlassen. Das soll wohl witzig sein. Das ist nicht deine Entscheidung. Das Team gehört nicht dir. Walt, lass gut sein. Aber Honcho! Hey, Free, du sollst wissen, dass ich an Bord bin und diese persönliche Herausforderung annehme. Das musst du nicht tun. Ich weiß, was ich tue. Keine Sorge. Komm schon, Honcho, du schaffst das!
Zeit für den Tiebreak. Es ist eine Wiederholung von Spiel 1 mit Rantaro Kiyama und Wakia Murasaki. Wird die Sache laufen wie bei ihrem letzten Aufeinandertreffen oder liegt Veränderung in der Luft? Wieso ist Free nicht da oben? Wetten, dass ihm langweilig geworden ist. Du weißt schon, wie sonst auch. Was hältst du von einem Rematch? Nicht du schon wieder. Ich wollte eine Herausforderung. Ha, ich bin der Joker. Komm damit klar. Oh, bitte. Ich hab dich doch im ersten Spiel wie ein Pudel gezähmt. Es ist doch offensichtlich, dass BC Soul das Handtuch wirft. Nein. Steig von deinem hohen Ross runter, denn jetzt wird's holprig. Rate, wer dir gleich einheizt. Dieser Typ. Weltbühne schaffe, muss ich mich beweisen und mir einen Platz im Team verdienen. Mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden. Die Konkurrenz ist ziemlich stark, aber das macht mir keine Angst. Sekunde, was macht Silas hier? Nächstes Mal bei Beyblade Burst Evolution. Unruhe im Team. 3, 2, 1, let it